Haus 24 im Salzburger Stadtteil Leopoldskron. Eine moderne Villa im Bauhausstil. Familie Pickel-Herk lebt hier seit einem Jahr. 2010 hat sie das Gebäude aus den 70er Jahren komplett umgebaut. Das war in meinem Elternhaus. Im alten Haus waren zwar auch die Zimmer nicht so klein, aber natürlich doch jetzt wesentlich kleiner und nicht so lichtdurchflutet wie heute. Und das war eigentlich der Hauptgrund, dass wir da eine Veränderung gemacht haben. Und obendrein wollte ich eben nicht wieder in mein Kinderzimmer einziehen, sondern halt mit der Familie in einen eigenen Raum. Das gesamte Gebäude hat nun 330 Quadratmeter Wohnfläche. Das Erdgeschoss allein 150. Eine offene Stahltreppe führt in die erste Etage. Dieses Geschoss gab es vorher nicht. Der Bauherr hat das Dach komplett entfernen lassen und die Wände mit Glas nach oben verlängert. Für uns war das ganz entscheidend, dass wir eben hohe Räume bekommen. Und das ist auch hier jetzt der Raum mit der höchsten Höhe, eben 5,50 Meter. Und das ist gerade bei einer trüben Stimmung wie heute, hat man das Gefühl, dass man mit der Natur draußen lebt. Auf der ersten Etage wurden ein Bad und ein Schlafzimmer untergebracht. Für ein großzügiges Wohngefühl hat die Familie auf Türen verzichtet und so fließende Übergänge zwischen den Räumen geschaffen. Das ist eigentlich unser Rückzugsgebiet. Zum Lesen, Ausruhen. Im Sommer kann man auf die Terrasse rausgehen. Also das ist der mehr oder weniger kinderfreie Bereich. Es spielt sich ohnehin alles unten im Erdgeschoss ab. Oskar, Rosa und Max haben hier genug Platz zum Spielen. Alle Bilder hier stammen von den Kindern. Das ist jetzt sozusagen der Bereich, wo sich am meisten verändert hat. Es wurde hier die Trennwand weggenommen zum Esszimmer. Damit hat man jetzt einen großen Raum, Wohnzimmer, Esszimmer. Die Küche ist an der Stelle auch neu. "1976 haben die Eltern von Michael Pickel-Herk das Haus gekauft. Es war ein typischer 70er-Jahre-Bungalow, den Michael und Barbara Pickel-Herk nach ihren eigenen Vorstellungen umgebaut haben. Eine Freundin hat einmal gemeint, du bist ja wie in einem Aquarium, jeder kann reinschauen. Das ist nicht wahr, wir sind eigentlich nicht so einsehbar, weil eben vorne eine große Wiese ist. Und ja, also wir fühlen uns sehr wohl hier. Der Lieblingsplatz der Familie ist die große Terrasse. Der Holzboden zieht sich vom Wohnzimmer bis nach draußen. So wirkt alles wie ein großer Raum. Im Sommer spielt sich alles auf der Terrasse ab. Die Gäste kommen schon nicht beim Haupteingang rein, sondern direkt auf die Terrasse. Und ja, und eben mein Garten, da habe ich noch einen kleinen Gemüsegarten. Und ja, das genießen wir einfach. Leben wie auf dem Land. In Salzburg hat sich Familie Pickel-Herk diesen Traum verwirklicht.